ist doch nicht in Folge. Wir standen so lange an der Spitze der Nahrungskette, ohne jegliche Rivalen. So eine bequeme Position. Wir erreichten ganze Zivilisationen in unserem Wahn der Unsterblichkeit. Eine gelangweilte Menschheit, die nichts fürchtete außer sich selbst. Der Wandel war unausweichlich, dennoch wurden wir überraschend und standen völlig unvorbereitet unser eigener Untergang gegenüber. Beinahe glaubten wir, wir könnten es aufhalten, es überleben. Beinahe. Es lief nicht so, wie wir uns es dachten. Ein Erdbeben vor der Atlantikküste, eine Welle, die Welle Millionen Menschen an der Küste in einem einzigen Augenblick auslöschte. Hunderte von Millionen. In ihren Blicken spiegelte sich Unglaube wieder, ehe die Wellen sie überholten. Sie ahnten nicht, dass die Welle etwas mit sich aus den Tiefen hervorbrachte. Etwas, das gerade erst beginnen sollte. Etwas, das unsere gesamte Zivilisation auslöschen würde. Als die Welle über die Küste hereinbrach und Millionen von Menschen ertrinkten, bist du völlig ahnungslos mit ein paar Football-Fans unterwegs. Die zweittödlichste Tragödie, die die Menschheit je ereilt hatte, ist mitten im Gange, doch die schlimmste folgen bereits auf den Fuße. Cassie, Mann, ich kann es nicht erwarten, das Spiel zu sehen. Josh? Ja, die Rats sind ja dieser Saison echt getrumpft worden mit dem Topform. Die werden den anderen Teil mal ganz schön hinter den Hintern versohlen. Achso, Cassie ist eine Frau. Yeah, go Rats! Verdammt, ja! Oh, scheiße! Was zum Teufel? Uff, schon wieder ein verdammter Platter! Haltet euch gut fest! So. Ja, willkommen bei Dead Metz oder Dat Matze. Faye, bist du da? Faye? Ja, ich bin da. Achso, musst du noch lesen. Während deiner Reise wirst du hier eine Liste an Zielen vorfinden, folgenden Anweisungen. Genau, ich glaube, wir können das augenblicklich noch nicht zusammenspielen. Ich gucke jetzt mal, ob ich das irgendwie größer kriege. So, Musiklautstärke erstmal was zu. 100% Qualität, Rückfrage. Gib ein Hashtag. Mhm. Kasten, Spiel beenden. Gut, geht scheinbar nicht. Gibt es nur in dem Windows-Modus. Okay. Kann ich mich denn mit Freunden irgendwie verbinden? Spielereinnahmen laden. Kann ich auch machen gleich. Alles klar. So, Fullscreen. Zu weit weg. Zu weit weg. Josh, manchmal bist du so ein verdammter Versager. Ich fasse es nicht. Es tut mir leid, Leute. Josh, ich habe manchmal nachgesehen. Keine Ersatzreifen, so eine Scheiße. Da Cassie jetzt wirklich sauer auf mich ist. Ich rufe den Abschleppwagen, sobald ich ein Netz bekomme. Ach komm schon, kein Netz. Das muss ja passieren. Wenn wir jetzt das Spiel verpassen, wird Cassie mir das nie verzeihen. Scheiße. Das ist echt Pech. Zumindest ist es nicht auf dem Highway passiert. Es könnte also schlimmer sein, nicht wahr? Das ist echt Pech. Zumindest ist es nicht. Hä? Achso. Ja, gehen wir mal zur Cassie über. Cassie Sanders. So. Sprech mit Cassie Sanders. Was für ein Kerl vergisst denn bitte seinen Ersatzreifen so zu ersetzen. Also wirklich, ich bin sowas von wütend. Wenn wir deswegen das Spiel verpassen, bringe ich ihn um. Meine Fresse, so ein Vollidiot. Josh ist ja manchmal herzenslieb, aber ständig versaut er alles. Das ist mein Urlaub und er verdirbt ihn mir. Ach, weißt du, ich erwarte ja nicht, dass du es verstehst. Also vergiss es. Meine Fresse, so ein Vollidiot. Achso. Ja, habe ich jetzt ver... Hör doch mal auf jetzt hier. Ja. So, was müssen wir denn jetzt machen? Was ist denn das nächste Ziel? Ah, Gruppen.
Gruppenverwaltung. Hey, Feldosig, darf ich dich einladen? So, hab ich. Ich hoffe, irgendwie... Sich... Ah, hey, Fey! Hallo, Fey! Hallo. So, wer ist er denn? Können wir den ansprechen? Josh geht auf jeden Fall rüber da. Hey, Leute! Was? Na, was haben wir denn hier? Sieht aus, als hätte hier einer einen Platten. Verdammt, ist wohl ein mieser Tag für uns alle. Naja, ich bin gerade unterwegs nach Scotchville, um Neuigkeiten über den Tsunami zu erfahren. Vielleicht kann ich euch, könnt ihr euch dort direkt Hilfe organisieren. Moment, ihr habt es noch gar nicht gehört? Ein gewaltiger Tsunami von mittelatlantischen Rücken hat einen gewaltigen Stromausfall entlang der gesamten Ostküste verursacht. Sie haben jeden Kanal davon gesprochen, bevor schließlich alles ausgefallen ist. Was für ein Chaos, das sag ich euch. Wie dem auch sei, ich mache mich auf den Weg und besorge uns Hilfe, ja? Hier, nehmt diese Zeitschrift, das gibt zwar nicht viel her, also, aber so könnt ihr euch, könnt ihr beim Warten wenigstens etwas Zeit vertreiben. Na, was haben wir denn hier? Sieht aus, als achso. Aua! Was habe ich denn da gekriegt? People-Magazin. Ach so. Das hat man dann in seinem Inventar, ne? Ich sollte was... Hey, hast du irgendwas? Ah, cool. Endlich bekommen wir Hilfe. Du sollst mit Cassie sprechen. Ah ja. Sprich mit Cassie. Ein Tsunami hat die Ostküche getroffen. Puh, mein Onkel lebt in Miami. Ich hoffe nun, es geht ihm gut. Zumindest scheint dieser Mann hilfreich zu sein. Und hol uns vielleicht endlich hier raus. Ich möchte hier nicht die Nacht verbringen. Hör zu, es gibt ein paar Dinge, die ich mit Josh klären muss. Ich mache nämlich jetzt Schluss. Nee, steht da nicht. Mach dir keine Sorgen, wenn es ein wenig laut wird. Er hat's verdient. Also die macht doch Schluss. Also, wenn du uns ein wenig Privatsphäre verschaffen könntest. Bitte was? Kurz bevor wir an die Seite gefahren sind, habe ich eine Hütte da drüben im Wald gesehen. Warum siehst du die nicht mal dort oben? Wenn du dabei schaffst, irgendwelche Neuigkeiten von der Küste aufzustammen, wäre es echt toll. Ich muss mit dir, Gosch, könntest du eine Zeit lang rar machen? Ja gut, wo sollten wir hin? Haben wir hier auch einen Map? Im Wald erkunden. Achso. Boah, das Laufen ist so komisch. Ja, so, eben halt so ein bisschen pixelmäßig. Zu weit weg, achso. Okay, roter. Da haben wir jetzt Sachen mitgenommen. Wie kann ich durchwühlen? Verwende das Telefon. Wo ist denn das Telefon? Hab ich das jetzt? Sie sind in der Polizeistation von Augusto Country verbunden. Aufgrund der Menge an Anrufen sind derzeit alle Leitungen belegt. Bitte bleiben Sie dran und wir werden Ihren Anruf so schnell wie möglich bearbeiten. Sie sind mit der Polizei. Kein Rufzeichen. Okay, gucken wir mal, was haben wir denn hier? Kann ich das irgendwie mitnehmen? Ah, ein Kissen, ein Wörterbuch und ein Kissen. Rasierklingen. Kannst du auch die Sachen dann noch mitnehmen, wenn ich die mitgenommen habe? Ja, ja. Wir müssen aber wieder nach Cassie, glaube ich. Naja. Wieso liest du die eigentlich auf? Das ist schön. Wieso schön? Oh, wo ist die? Cassie. Ach da. Oh. Die sehen nicht gut aus, oder? Mich hat eine verdammte Spinne gebissen. Das ist echt der schlimmste Tag aller Zeiten. Sieh dir das an. Es ist total geschwollen. Oh, du hast ein Telefon gefunden. Super. Und was gibt's? Was Neues? Uff, also nur damit ich das klar habe. Die Polizei ruft, aber der Anruf überflutet und als die ganze Leitung ausgefallen ist. Ist das dein Ernst? Meinst du, dass das alles mit dem Tsunami in Verbindung stehen könnte? Ich hoffe nicht. Ich meine, Tsunami passieren, aber die Nachwellen sind für gewöhnlich nicht mehr so schlimm, oder? Tja, Wir hätten Glück, dass wir nicht... muss aber das schlimmer gewesen sein. Was hast du denn da? Eine Waffe oder was? Ich hab mir den Wischmob. Ja, wann der denn? Komm mal mit. Der geht nicht. In dem Schrank. Ja, ein vergifteter Gegner kann explodieren. Oh, es ist Nacht. Wo bist du denn jetzt hin? Ah, da.
einige Stunden später. Wo bist du denn jetzt lang gelaufen? Nirgendwo, ich bin nur hier so. So, wo stand er? In der Hütte. Oh, wir kommen, glaube ich, nicht mehr zur Hütte, kann das sein? Ne. Da war so ein Schrank. Oh, okay. Verdammt, wir sitzen hier nur Staub an. Wir sollen einfach gehen, nicht wahr? Ich meine, es scheint keine Hilfe zu kommen. Ich hasse dieses Gefühl, dass irgendetwas Furchtbares geschehen sein könnte, während wir hier festsaßen. Josch, der flackert ein bisschen. Oh nein. Oh Gott, jetzt regnet's auch noch. Psst. Hör ich mir zu. Ja. Ist da jemand? Bleib weg. Oh oh, du hast die Waffe, ne? Ich hab nur ein Kissen. Ich glaub, dem geht er nicht gut. Oh mein Gott, bleib weg, ich komme. Sie sind hier. Oh oh. Du läufst weg. Hm. Lauf, lauf, so schnell ihr könnt. Ist das Blutmann? Was zum Teufel ist hier los? Ich habe ein Kissen, damit könnte ich mich prügeln. Smartphone, eine Brieftasche, ein Kissen und ein Kissen. Ja gut, Schaden bringt da 10. Schatz, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Du bist so ein verdammter Nutzlos! Wir sind Stufe 1. Sind das hier T-Shirts? Ach, da kann man mit uns umziehen, oder was? Achso, das ist zum Verkaufen. Was denn? Ach, sprich mit Nosch. Und was sollen wir tun? Was zum Teufel sollen wir tun? Achso. Ja. Haben wir jetzt super mitgesprochen. was denn das? Hilfe? Cassie. Okay, das ist nicht witzig. Jemand erlaubt sich einen üblen Scherz mit uns. Ich weiß nicht, Schatz. Ich weiß es nicht. Sein Blut sah mir ziemlich echt aus. Verdammt echt. Josh, du bist ein Idiot, wenn es dein Plan ist, mir Angst zu machen, das ist verdammt dumm und gemein. Cassie, das ist kein Scherz, Mann. Zuerst diese krasse Stummausfall und der Tsunami und dann kommt dieser blutende Kerl aus dem Licht und brabbelt irgendein Zeug. Was soll ich hier machen, hm? Ich weiß es nicht. Zuerst einmal könntest du aufhören, all diese gruseliges Zeug... Mir geht langsam die Stimme flöten. Zeug zu sagen, du machst mir Angst. Ich möchte nicht länger hier warten. Ich möchte gehen. Es tut mir leid, Schatz. Alles, was wird gut, ich schwöre. Oh nein, ich schwöre. Oh. Wer ist das? Wer? Ich schwöre. Wenn er wieder einer deiner Scherze ist. Schatz, hinter. Oh. Ah! Was zum Teufel? Du heilige Scheiße, was zum Teufel, Mann? Ich bin hier weg. Wir lassen die Alte doch da, wa? Ich bin hier weg, Mann. Faye, bist du noch da? Nee, du rennst wieder im Busch, glaube ich. Nee. Wenige Sekunden später. Was klicke hier um Rad? Was? Radschlüssel, um ihn aufzunehmen. Wo ist denn der Radschlüssel? Da. Hä? Achso, da. Zu weit weg. So. Und jetzt? Nähere dich den Gegner, um ihn automatisch anzugreifen. So. Hast du jetzt irgendwie geklickt? Nee, macht er ja selber. Alles klar. Triff dich mit einer Rübe. Was trifft dich mit einer Rübe? Was? Klicke auf das Auto zu entkommen. Ja, okay. Ja. Sollten wir. Ich hab's auf das Auto geklickt. Achso. Oh, ich dachte gerade, warum entkommen wir nicht? Ich hab gedacht. Mit einem kaputten Reifen. Ja. Das ist sehr sinnvoll. Dead Matze. Selbst wenn du in der letzten Sekunde davongekommen bist, bist du von diesem Albtraum direkt in den nächsten gestolpert. Was zuerst eine Naturkatastrophe gewaltiger Ausmaßen zu sein schien, erwies sich als ein ganzer Planeten umspannende Seuche unbekannten Ursprungs. Chaos, Panik, Tod und Leid. Es ist offensichtlich, dass die Zivilisation nicht friedlich untergegangen ist. Innerhalb eines Monats stand die Welt am Abgrund, aber du hast es geschafft. Zum Glück hast du bald herausgefunden, dass du immun gegen das Virus bist,
Mit jeder verstreichenden Woche bist du verschiedenen Gruppen aus Überlebenden beigetreten, von denen jeder kleiner als die vorige war. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Seit dem Tsunami, bei dem alles begonnen hat, sind nun 6 Monate vergangen. Not und Gelegenheiten haben dich bis an die Küste von Kalifornien gebracht und du bist noch lange nicht bereit aufzugeben. Halte die rechte Maustaste gedrückt, um Treffer abzuwehren. Achso. Hallo, Faye. Hi. Was sollen wir machen? Einleitung, der Niedergang. Etwa 6 Monate später. Und? Dauert noch ein bisschen bei mir. Nähe dich den Gegnern, um die automatisch anzugreifen. Welchem Gegner? Essen und Trinken sollen wir finden. Das müssen wir auch. Da ist ein Gegner. Da sind ganz viele. Ja. Ich habe eine Heckenschere gefunden. Aua! Faye, mach doch was! Mach ich doch. So, mal hier. Was ist denn das? Selbstheilung. Achso, kann ich heilen mit? Okay. Finde was zu essen, was zu trinken. Aber hier hinten sind... Warte. Hier geht's nicht weiter. Wir müssen durch die Zombies. Ja, aber hier ist eine Puppe oder so. Ja, finde etwas zu trinken, finde etwas zu essen. Achso, du hast eine Puppe gefunden. Ah, ich habe eine Gitarre gefunden. Die Gitarre hat bestimmt mehr Schlagkraft als Gitarre. Schaden, schlechte Qualität. Ach, da ist eine... 24. Kombo, Heilung. Aber du sollst ja eigentlich was zu essen finden. Ja, ja, gut, aber... Hier ist noch so ein Schraubenschlüssel. Okay. Oder was da auch immer das ist. Wolltest du ihn mitnehmen? Hallo? Achso, wir nehmen beide immer das gleiche auf. Hier. Wo steht in diesem Blut? Ich hab ein Messer. Was ist denn das jetzt her? Gefunden. Weiß ich nicht wo. Ehrlich nicht. Achso, die Puppe. Ja, warte. Ich hatte auf einmal ein Messer. Ja, warte, nicht alleine rangehen. Guck aber auch, was die machen an Trefferpunkten und so, ne? Wo kann man das sehen? Einfach über die unten. Du hast ja unten so Slots. Uns geht's aber nicht so wirklich gut, ne? Wieso? Weil wir brauchen Essen und Trinken. Wir haben so einen bösen Smiley. Naja. Ich hab doch ein Messer. Ja, ja, aber muss auch gucken, was die an Schaden machst und so, ne? Da krabbelt. Und da ist ein Burger drin. Ja, ja, und da ist noch was ganz anderes drin. Ja. Oh. So, da können wir uns jetzt einen Burger nehmen. Und einen Salat. Ja. Auf den Tisch und Wasser. Trinkflasche auch. Yeah, XP. Muss man bestimmt... Wie nimmt man denn Trinkflasche? Gucken, was da noch alles ist. Oh, das ist heiße Schokolade. Ich esse mal irgendwas. Nein, finde einen Ort zum Zubereiten. Ich glaube, ich habe mich vergiftet gerade. Finde einen Ort, um Essen zuzubereiten. Apfel. Kekse. Okay. Hier ist auch noch irgendwas drin. Gemüse im Glas. Hier ist auch noch was. Wasserglas und Apfel ist hier auch noch. Ja, habe ich schon. Achso. Wir müssen einen Ort finden, um das Essen zuzubereiten. Eine Küche oder so, oder ein Lagerfeuer bestimmt. Hm. Ja, erst steht da schlägst gegen. Ich bin so durstig. Oh, hier kommt immer mehr, Hä? Wo ist denn meine Gitarre, Was
Hast du meine Gitarre? Abwehren tust du mit linke Maustaste. Ja. Oh, wir sollten hier ganz schnell weg. Oh, ich habe rotes Flackern. Ja, ich nicht. Ich bin hab noch. Ja.